Oh, verdammt, verdammte Scheiße. Boah, Fumble! Nein, der Falsche recovered ihn. Meine Fresse, das wäre doch mal wieder hier. Und, ach, pick den doch! Mann! Und er hält ihn wieder nicht fest. Was ist das für ein Spiel? Hey Leute, was geht? Mein Name ist Paddy und ich heiße euch herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal PaddyStarTV. Hier geht's heute weiter mit einer neuen Folge von Madden NFL 25 auf der Xbox 360. Warum sage ich das? Ja, weil es vermutlich das letzte Full Game hier sein wird, welches ich auf der Xbox 360 aufzeichne. Wir haben gerade Montag, den 25.11. In 4 Tagen ist es soweit, die PS4 wird released in Europa und ich hoffe, dass ich sie auch am Freitag dann bekomme. Ich bin da sehr zuversichtlich, weil Amazon bisher in allen meinen, weiß ich nicht, 50 Bestellungen oder wie viel es auch immer jetzt schon sind, immer pünktlich geliefert hat. Eher zu früh als zu spät. Ich glaube, ich habe noch nie einen Artikel später als das voraussichtliche Lieferdatum bekommen. Eher einen Tag zu früh. Und deswegen gehe ich davon aus, dass ich am Freitagmorgen in Besitz einer PlayStation 4 sein werde. Und ich denke mal, dass das auch deswegen hiermit das letzte Full Game auf der 360 sein wird. Wenn natürlich noch das ein oder andere gewünscht ist oder wenn ich zwischendurch mal Lust habe, 360 Madden Full Games aufzunehmen, werde ich das sicherlich tun. Aber erstmal ist das jetzt nicht geplant, sondern die Full Games werden dann auf die PS4 übertragen und dann werde ich PS4 Full Games spielen. Ich bleibe natürlich in der Madden Liga für die Xbox 360 zumindest bis nächsten Sommer aktiv, weil so lange spielt die Madden Liga noch mit der 360 weiter, heißt, die werden erst zur neueren Version, also Madden, was ist das dann, ja, 26 wird es nicht sein, Madden 2015, werden die erst umsteigen im Bereich der Xbox und deswegen bleibe ich da so lange auf jeden Fall noch aktiv. PS4 wird der Umstieg, und bei der PlayStation wird der Umstieg in der Madden Liga früher erfolgen, soweit ich das herauslesen konnte. Das heißt, im Frühjahr werde ich vielleicht dann auch auf der PS4 in der Madden Liga aktiv sein. Heißt, ihr bekommt da auch noch Spiele zu sehen. Aber ja, deswegen hier jetzt mein letztes Spiel auf der 360 gewünscht mit den New York Giants. Mich hat vor 1-2 Tagen jemand angeschrieben. Um ehrlich zu sein, weiß ich den Namen jetzt nicht mehr, aber er hat mich darum gebeten, auch einmal mit den New York Giants zu spielen. Das Ganze mache ich jetzt hier. Wir gehen mal kurz in den Depth Chart, um zu schauen, wer denn hier meine Running Backs sind. Ich werde natürlich hier Wilson jetzt mit reinnehmen, auch wenn der Real Life jetzt nicht die besten Spiele diese Saison gemacht hat. Aber in Madden ist er natürlich hier immer noch sehr gut. Lass mal gucken, Cruz, Nix, Randall, perfekt, Tight End, Myers, hier ist auch alles gut, ach, jetzt hat der Gegner das Spiel schon weitergemacht. Müssen wir gleich nochmal gucken, also merken wir uns, wir waren bis zum Tight End gekommen. Müssen wir gleich nochmal reingehen und gucken, wie die Defense denn aufgestellt ist. Wir nehmen hier erstmal noch einen Laufspielzug durch die Mitte. Sind wir leider nicht sehr weit gekommen. Und dann gehen wir nochmal in den Depth Chart zurück. Vielleicht lässt mein Gegner mir diesmal ein bisschen mehr Zeit. Also bis zum Tight End waren wir schon mal. Left Tackle ist in Ordnung. Left Guard ist in Ordnung. Center. Ja, Center spiele ich mit dem hier. So, Right Guard. Wechseln wir auch den ein. Right Tackle ist in Ordnung.
Ach, warum macht er denn immer direkt weiter? Kann der nicht mal ein paar Sekunden hier warten? So, jetzt müssen wir da mal kurz gucken, dass wir uns einen First Down holen hier. Dritter Versuch jetzt schon nach meinen zwei Laufspielzügen, die ich mal eben so zwischendurch einstreuen wollte. Mal gucken, ob wir hier auf Cruz einen kurzen Pass hinkriegen oder auf Myers dann durch die Mitte. Ja, hier auf Victor Cruz holt uns das First Down hier raus. Dann können wir hier vielleicht noch zum dritten Mal Pause machen. Der Gegner wäre vielleicht gar nicht so genervt, wenn er uns ein paar Sekunden mehr Zeit geben könnte. Dann müssten wir hier auch nicht nach jedem Spiel zu Pause machen. So, Right End Pierre Paul ist klar. Defensive Tackle Joseph in der Mitte und Jenkins, okay. Left Linebacker. Okay, Middle Linebacker. Wie sieht's hier aus? Auch alles in Ordnung. Aber hier Left End. Und wieder geht's weiter. Naja, ich werde lassen das jetzt erstmal so. Der Typ geht mir jetzt schon ein wenig auf den Nerv, weil er uns hier nicht mal 30 Sekunden Zeit gibt, um hier alles aufzustellen. Versuchen wir es mal mit dem Counter über links. Sieht gut aus. Linke Seite relativ frei. Block steht gut. Und wir kommen hier auch sehr gut durch mit Wilson. Da war auf der linken Seite nicht viel los und wir kommen hier dann direkt mal durch. Suchen wir es mal mit einem kleinen Screen-Pass auf die rechte Seite. Wer mein letztes Ligaspiel gesehen hat gegen die Texans, da habe ich auch sehr viel über den Running Back gespielt. Ich habe mir relativ wenig zugetraut, Pässe zu werfen. Oh, jetzt mal kurz hier wechseln. Oh, 6 Sekunden nur noch. Oh, eigentlich passt mir der Counter-Spielzug jetzt hier nicht so wirklich, aber in der Mitte geht das Loch hier auf. Wunderschön. Eigentlich war der Lauf für über die linke Seite geplant, aber in der Mitte tut sich hier das Loch auf. Wir schlüpfen durch. Und nächstes First Down an die 34-Yard-Linie. Ja, in dem Spiel habe ich mich nicht wirklich getraut, auf die Wide Receiver zu werfen, weil ich immer sehr viele Interceptions in den ersten Ligaspielen geworfen habe. Deswegen viel über Tight End und Running Back. Laufspiel war auch 300 Yards. Jetzt versuchen wir es hier mit dem Screen auf die rechte Seite. Wir sehen, der rechte Cornerback ist da nicht auf der Line of Scrimmage, sondern weiter hinten. Dann klappen die Screenpässe immer besonders gut. Pass auf die rechte Seite, wenn die Blocks jetzt hier stehen. Ja, einer kam da noch durch, aber 6 Yards trotzdem rausgeholt. Ist vielleicht nach innen den Cut machen sollen. Dann wäre ich da unter Umständen besser gefahren. 2. und 4. Versuchen wir es mit einem Pass hier. Also meine meisten Spielzüge nochmal hier zu erwähnen aus dem Carolinas Playbook und dem New England Patriots Playbook. Hinzu kommt noch ein paar Spielzüge aus dem Pittsburgh Playbook. So, jetzt gucken wir mal durch die Mitte hier. Myers wird gedeckt hier, aber hier Mitte komplett offen. Randall macht den Catch. Da war ja niemand. Der Verteidiger hat sich da abkochen lassen, hat die Außenbahn gedeckt und als er hier den Cut in die Mitte macht, spielen wir ihn hier an. Nochmal den Spielzug ist hier Pitt White Trail aus dem Pittsburgh Playbook. Gibt's aber, glaube ich, auch im Coles Playbook. Und Cardinals Playbook auch. Wie heißt denn jetzt Cardinals? Arizona, genau, nicht Atlanta. So ist nochmal der Spielzug, man sieht ihn, erster Read ist Myers, aber ich gucke jetzt mal nix nach außen, ob ich ihn anspielen kann. Ja, irgendwie kommt er da nicht aus der Press Coverage raus. Nix bewegt sich keinen Meter vorwärts und ich starr ihn da an und er bewegt sich nicht und dann geht's hier zu Boden. Das sah natürlich jetzt sehr behindert aus. Bisschen komisch, warum sich da überhaupt nicht durchsetzen konnte gegen den Verteidiger. So, versuchen wir es BA Cross aus der Tight-Formation. 16 Yards brauchen wir jetzt hier.
Schicke gerne meinen Running Back zur rechten Seite. Schick Murphy auch nochmal hier rüber. Einfach um die Aufmerksamkeit ein bisschen auf die rechte Seite zu lenken. Und dann komme ich jetzt gleich mit dem Pass auf Nix, wenn alles gut geht. Ja, das geht schon mal gut. Wir kommen bis an die 4-Yard-Linie. Jetzt müssen wir überlegen, was wir hier anstellen aus 4 Yards. Kommen wir erstmal Twin Tight Ends Flex raus und wählen mal das Quick Slant Play. Ist ein Passspielzug mit entweder Pass auf den Tight End oder einen der Receiver, eigentlich immer Cruz, der da die Slant durch die Mitte läuft. Ich denke, den werde ich auch spielen. Oder mache ich einen Laufspielzug? Bisschen schwierig hier. Myers noch auf eine richtige Outroute. Entweder Myers oder Cruz müssen wir angucken jetzt hier. Ja, hier komplett Myers frei. Myers Touchdown 7-0. Beziehungsweise 6-0 mit Point After Touchdown. Also erster Read bei dem Spielzug immer Myers auf der rechten Seite. Wenn es Man Coverage ist, ist er frei, so wie hier. Ansonsten werfe ich über die Mitte auf einen der Receiver, die Slant laufen. Einer von beiden ist meistens frei. Ja, wenn das auch nicht klappt, ja, dann haben wir halt Pech gehabt. Und ich werfe einen Pick, so wie im vorletzten Ligaspiel. Aber naja, hier gehen wir jetzt 7-0 in Führung. Erste Quarter schon zu Ende. Aus 6 Minuten, 3-4. Schönen kurzen Kick wieder. Wollen wir natürlich nichts riskieren hier im letzten Spiel auf der Xbox 360. Oh, hier stolpert, fällt. 36 geht's los für den Gegner. Defense, bisschen gemixt aus vielen Playbooks, aber hauptsächlich spiele ich jetzt mittlerweile, kann man sich die Spielzüge aus dem Detroit Playbook holen. Und ein bisschen auf RG3 hier aufpassen, dass er nicht durchstartet mit dem. Aber hier schon mal schön zu Boden gebettet, der Ball zu Boden geschlagen von einem Lineman hier, der hochsteigen kann und den Ball erstmal killt. Versuchen wir es mit einem kleinen Blitz jetzt mal über die linke Seite. Play Action Fake hier. Pass auf der Seite komplett frei. Ich weiß nicht, wo mein Blitzing Linebacker da war. Wurde wahrscheinlich aufgenommen vom Running Back. So, diesmal behält Halo Junior, glaube ich. Quatsch, Alfred Morris. Halo Junior ist der Backup von Morris, den Ball. Und rennt die Redskins hier zum First Down. Wir gehen in Quarter Nummer 2. Moss is lined up in the slot. And the second quarter is underway with this snap. Hier verlieren wir den Gegner etwas aus den Augen, aber dann harter Hit gegen Santana Moss. Trotzdem First Down natürlich hier. Er läuft gerne hier die Crossing Routes durch die Mitte. Müssen wir jetzt mal gucken, ob wir die vielleicht abwehren können. So, kommt da jemand? Nee, kommt nicht. Jetzt, lange Corner Route nach hier außen und ist ein Touchdown. Ah, zwei Leute stehen drumherum, keiner fühlt sich zuständig. Da ist meine große Hoffnung, ja, dass das in Madden 25 auf der Next-Gen-Version besser werden wird. Falls jemand eine Xbox One gekauft hat, kann er davon wahrscheinlich schon berichten, obwohl ich nicht genau weiß, wann hier das Video online gehen wird. Gab zumindest jetzt den Ausgleich, heißt, wir müssen hier dranbleiben. Einfach humorlos durch die Mitte hier. Natürlich jetzt ein recht schnelle Punkte gemacht. Etwas zu schnell für meinen Geschmack. Aber wir lassen uns da nicht aus der Ruhe bringen und versuchen hier langsam unser Running Game und unser kurzes, aber präzises Spiel aufzuziehen.
Oh, der Gegner ist schon mal sehr aggressiv hier, wenn er mal zählt. Acht Leute da in der Box, nur Man-Coverage auf den Außenbahnen. Wir spielen mal den Counter nochmal über links aus der Formation und gucken mal, ob die hier alle auf einem Blitz sind. Jo, sind sie wirklich? Oh, was ein Killerspielzug hier. Naja, nicht wirklich. Kostet mich natürlich hier 4 Yards. Ah, ich bin auch doof. Hätte ich den kurzen Screen an genau an der Stelle gespielt, jetzt habe ich ein bisschen rausbringen lassen. Ich wollte mal testen, auf welcher Defense er hier ist. Das ist auf einer sehr aggressiven. Versuchen wir jetzt nochmal hier. Das war ein Touchdown-Spielzug im Liga-Match. Da ging es dann auf nix. Mal gucken, ob der hier auch frei ist. Jo, ist hier auch komplett blank. Und der Pass war zu schlecht. Ich hätte den Passlead nicht nach vorne machen sollen. Jetzt finde ich mich hier vor einem dritten Versuch und 14 wieder. Zweimal was testen und zweimal nicht gut ausgesehen. Und schon steht man vor einem dritten Versuch und 14. Müssen wir jetzt hier holen. 4 Minuten 42 noch. Ah, naja. Müssen wir mal gucken jetzt, ob wir das schaffen. Langer Pass auf Cruz hier soll es gehen. Unser Receiver auf X klappt oft, nicht immer. Aber er hat mir schon sehr viele First Downs gerettet, dieser Spielzug. Oh, diesmal nicht. Diesmal nicht. Da war ich zu überhastet, hätte ich warten sollen. Ich überlege gerade, ob ich jetzt... Ja, ich muss hier punten. Sieht man mich nicht oft online punten, aber naja. Im letzten Spiel wollen wir smart sein hier. Punten wir den Ball. Und hoffen, dass er ihn nicht allzu weit returnt. Ja, waren wir sehr nah dran. Können den Return auf jeden Fall stoppen. Und hoffen, dass wir uns jetzt nicht so abkochen lassen wie gerade. Das war doch schon sehr deutlich. Suchen wir mal ein Two-Man-Under hier. Und den haben wir. Sehr schön. Nice, schöner Pick hier. Safety kommt, macht den Pick. Und sagt auch, heute spielen wir smart. Schön der Punt und im Prinzip haben wir uns jetzt hier viele Yards nach vorne gearbeitet. Und ich bleib noch, komm noch mal in der gleichen Formation raus wie eben. Was nicht Twin Titan Flex, sondern Wide Rips Titan Slot. Nimm mal erst nochmal Halfback Counter hier und wenn er in der gleichen Formation ist wie eben, dann versuche ich den Halfback Slip Screen. Also Screen Pass auf die linke Seite und dann mitten die Blocks gut schälen, dann wird es ein Touchdown-Spielzug. Naja, sieht genauso krass aus wie eben, also versuchen wir mal. Halfback Slip Screen und der Pass geht jetzt auf die linke Seite auf Wilson und gucken wir uns das Ganze mal an hier. Na, schade, hat er gut erkannt, war da in Man-Coverage und konnte nur 3 Yards rausholen leider. Hat er gut gespielt, hat er selber gesteuert, den Typen, der da halt Wilson gedeckt hat. Ansonsten, wie gesagt, hätte das ein Touchdown-Spielzug sein können. Und so sind wir 3 Yards nach vorne gekommen, immerhin noch besser, eben sind wir 4 Yards zurückgekommen, also 7 Yards Verbesserung in Bezug auf eben. So, Pass auf Cruz hier durch die Mitte. War auch mein letzter Read. Mein erster war hier Y. War komplett gedeckt. Mein zweiter war A. Also wir gucken, ich wähle den gleichen Spielzug einfach nochmal aus. Ich hätte es vielleicht vorher erklären sollen. Ich nehme den einfach nochmal. Mache ich nicht gerne, 2 Spielzüge zweimal hintereinander, aber... Also, ich schicke hier Y Myers auf eine In-Route. Mein erster Read gucke ich direkt auf Myers. Wenn der frei ist, nehme ich die 5 Yards. Zweiter ist Randall, der dann hier diese geknickte Route läuft Richtung Post dann. Und mein dritter ist Cruz. Aber mal gucken, ob Myers jetzt vielleicht direkt frei ist. Ja, diesmal ist er hier frei. Und hier reicht zum First Down.
oft sicheres First Down. Gucken wir mal, ob wir noch einen Screen spielen können hier. Nee, Cornerbacks stehen sehr nah dran. Wechseln wir mal noch schnell den Spielzug. Versuchen wir es mit einem Lauf über die rechte Seite. 2 Minuten vor Ende der Halbzeit. Ja, wir 4 Yards nach vorne gekommen. Sollte uns gleich zum 2-Minute-Warning hier in der ersten Halbzeit bringen. Time-Management sieht halbwegs solide aus. Obwohl wir ja den Ball bekommen haben. Ja, wir haben den Ball bekommen, das heißt, zweite Halbzeit bekommen wir ihn nicht. Aber naja, soll uns jetzt noch nicht stören. Versuchen wir einfach erstmal konzentriert weiterzuspielen. Zweiter Versuch und 6. Vielleicht rechnet er jetzt hier mit einem Laufspielzug. Ich versuch's mal mit einem Pass. Steht auch wieder mit 150 Leuten hier in der Box. Mal Randall noch auf eine zusätzliche Slant nach rechts. Jetzt haben wir Myers und Wilson auf einer Wheel. Und Nix zieht den einen Verteidiger erstmal auf einem Streak mit. Komplett frei Randall hier. Bringt uns an die 5-Yard-Linie. Schon mal Timeout von den Redskins an der Stelle. Ich versuch's erstmal in Ace-Formation durch die Mitte. Hoffen wir, dass das hier nicht schief geht. Ja, irgendwie kommt hier der Gegner schon mal unblockt durch die Mitte durch. 2. und 7. Scheuert. Ich komme nochmal in Ace-Formation. Ich habe doch hier irgendwo auch ein Read-Option. Gucken, ob es damit klappt. Also komisch, gerade der Linebacker war schon beim Handoff quasi dran. Ah, Ray, jetzt Read-Option über die rechte Seite. Könnte klappen, gucken wir mal. Ja, da nehme ich natürlich einen harten Hit hier in Kauf. Aber ich wollte hier auch Raumgewinn erzielen. Den habe ich gemacht. Und jetzt versuche ich es mit einem Fullback-Dive. Und selbst wenn ich den Touchdown mit dem Fullback-Dive jetzt hier nicht mache, werde ich danach den 4. Versuch im Quarterback-Sneak ausspielen. Warum mache ich den Quarterback-Sneak noch nicht jetzt? Erstens habe ich Angst, den Ball zu fummeln. Und zweitens, wenn hier der Fullback-Dive nicht gelingt, hat der Gegner keinen Timeout mehr und ich kann nochmal 40 Sekunden von der Uhr klauen. So, das Ganze passiert nämlich jetzt auch. Ich gehe an meinem 4. Versuch ein Goal zu Boden an der 1-Yard-Linie. Erstens klappt der Quarterback-Sneak wahrscheinlich jetzt besser. Hoffe ich, ne? Und zweitens, ja, habe ich ja gerade schon gesagt, konnte ich nochmal 40 Sekunden von der Uhr klauen und der Gegner kein Timeout mehr und nur 1 Minute Zeit. Reicht immer noch in Madden, um einen Touchdown zu erzielen. Ich hoffe, dass ich jetzt auch den Touchdown hier erzielen kann. Hat bisher eigentlich immer geklappt hier beim Quarterback-Sneak. Ja, kein Problem. Sieht immer spektakulär und total chaotisch aus, aber so ist es halt in dieser Version von Madden. Von der 1-Yard-Linie immer ein Touchdown. Einfach drüber springen mit Y. Aus dem Feld heraus manchmal fummelt er das Ding, aber hier von der 1-Yard-Linie, sobald er einmal drüber ist über die Goal-Line,
ist ja egal, wenn er das Ding fummelt, weil es trotzdem Touchdown. So, jetzt hat der Gegner genau eine Minute Zeit. Versuchen wir diesmal den Kickoff noch etwas weiter. Damit er vielleicht noch ein bisschen returnt. Dann läuft schon mal 2-3 Sekunden länger von der Uhr hier runter. So, wir covern hier die Außenseite. Ja, nicht nur 2-3 Sekunden von der Uhr. 4 Sekunden haben wir. Und der Gegner startet innerhalb der 30-Yard-Linie, an der 27, um genau zu sein. Ja, jetzt machen wir das gleiche mal eben wie er. Und lassen ihm hier auch gerne Zeit, irgendwelche Umstellungen vorzunehmen, weil das hat der Gute eben auch nicht bei uns berücksichtigt. Und deswegen bleiben wir hier hart, 56 Sekunden. Wäre wichtig, dass er jetzt hier keinen Touchdown macht. Weil in der zweiten Halbzeit bekommt er den Ball und dann könnte er mit 7 in Führung gehen, weil wenn er den nächsten Dreifern auch erfolgreich abschließt. Oh, jetzt habe ich hier, super, jetzt hat er mich schon mal dazu gebracht, hier irgendwas zu drücken. Naja, sollte für den ersten Spielzug jetzt nicht allzu schlimm sein. Ich überlege, ob ich direkt mit einem Max-Coverage-Spielzug hier anfange. Auch was denn jetzt? Bitte warten. Ist er rausgegangen hier, oder was? Ah, super. Connection to your peer has been lost und der Gegner verschwindet. Naja, das wünscht man sich natürlich hier bei der Aufnahme des letzten Spiels. Oh, schon wieder heulen. Aber wir bleiben dran und machen gleich die nächste Aufnahme. Gehen direkt hier weiter. Direkt wieder hier. Also ne, ich spiele nicht nochmal gegen jemanden mit den Redskins, also das muss nicht sein. Weil ihr müsst ja nicht zwei Spiele gegen die Redskins anschauen. Aber gerade denke ich, dass wir gut dabei waren an sich. Natürlich in der Defensive noch gucken müssen, also einen Stop hatten ja, wir hatten ja sogar die Interception. Deswegen, ja, ich denke, wir waren gut dabei. Wir hätten jetzt noch ein bisschen Man-Coverage gespielt, weil da hat er die Interception geworfen. Vorher in Zone-Coverage hat er mal Lücken gefunden. In Man-Coverage hat er die Interception geworfen, deswegen wäre jetzt mein weiterer Plan gewesen, erstmal ein bisschen Man-Coverage zu spielen, bisschen mit Max-Coverage kombiniert. Heißt, ich hätte die Linemen noch in Coverage gedroppt, paar gelbe und rote Zonen aufs Feld noch, um die Außenbahn zu decken. Und dann hätten wir mal geguckt, ob er es in der Minute noch geschafft hätte zu scoren. Und dann in der zweiten Halbzeit dann nochmal genau das gleiche, da vielleicht wieder ein bisschen aggressiver mit ein paar Blitzes zwischendurch. Aber ich denke, dass wir da auf einem guten Weg waren. Leider hat mein Gegner jetzt hier die Connection verloren und wir müssen ein zweites Spiel starten. Aber ich denke, das sollten wir hier noch hinkriegen. Läuft zwar schon eine halbe Stunde die Aufnahme, aber ist ja das letzte Mal hier. Dann kriegt er gleich ein Doppelspiel sozusagen. Wieder mit den New York Giants. Ich hole mir mal kurz was zu trinken, bin gleich wieder da. Oh, ging er hier schneller los als gedacht. Cointoss haben wir anscheinend gewonnen, glaube ich. Habe ich so gerade mal im Augenwinkel gesehen, aber ich habe mich hier entschieden, den Ball zu bekommen. Also nicht ich, sondern die CPU. Schade, ich wollte eigentlich zuerst ihn den Ball überlassen, aber so geht's halt hier gleich direkt los mit einem schönen Return hier schon mal. Bis an die 39 kann sich sehen lassen. Und jetzt gucken wir mal, ob wir hier gleich ein bisschen aggressiv... Ja gut, Pause wollte ich auch machen. Stimmt ja, kann mich nicht mal aufregen.
Ich muss ja hier nochmal eben alles neu einstellen. Halfback, Wilson, Fullback, Einoski, Wide Receiver waren in Ordnung. Tight Ends waren, glaube ich, auch in Ordnung. Ich glaube, den Center hatten wir noch geändert. Und den Right Guard hatten wir geändert. Tack, hier. Pierre Paul. Ich glaube, sonst hat soweit alles gestimmt, wenn ich mich hier noch recht erinnere. Das sieht zumindest halbwegs vernünftig aus. Ja, ist in Ordnung, so wie das hier aussieht. Dann können wir doch ins Spiel zurückgehen und mal gucken. Vielleicht können wir den ja jetzt hier aus dem Stadion fegen. Klappt meistens nie, wenn ich mir sowas vornehme. Aber wenn wir es hier hinkriegen, dass er zur Halbzeit das Spiel verlässt, weil wir schon 48-0 führen, dann so, genau so hatte ich das gemeint. Erstmal 60 Yards Pass rausgekloppt auf nix hier. Na, wie gesagt, ich versuche den jetzt mal kurz hier aus dem Stadion zu fegen. Und dann prügeln wir den erstmal hier 60 Yards das Feld runter. Oh, muss ich mal kurz gucken. Er sollte eigentlich durch die Mitte gehen hier. Aber vielleicht kann ich den Counter über die rechte Seite spielen. Und wir laufen zum Touchdown ein. Sauber, zwei Spielzüge. 80 Yards überbrückt hier, oder ja, ungefähr. Ne, Quatsch, 60 Yards überbrückt. Wir haben ja eine 39 gestartet. Und direkt 7:0 hier. So ein Start kann sich sehen lassen. Der Gegner weiß gleich, wo er dran ist. Wir mit einem kurzen Kickoff hier wieder, aber ich bleibe mit meinem Kicker hängen. Ah, egal. Da kommen zwei Backups. Ja, zwar 50 Yards Return quasi hier. Aber noch kein Touchdown. Jetzt muss er sich mal beweisen. Wahrscheinlich braucht er jetzt nur einen Spielzug. Seht das schon. Wenn es bei mir gut losgeht, dann macht es der Gegner meistens noch besser. Wir bleiben mal in Standard-Man-Coverage, Two-Man-Under hier beim ersten Spielzug. Pistol-Formation, müssen wir hier über Read-Option-Spielzüge aufpassen. Er geht schon mal über McFadden und kassiert erstmal auf der Seite. Er ist ein No-Huddle-Offense-Guy. Hier hat es jetzt ein bisschen geruckelt. Was sagt uns das, dass er den Spielzug geändert hat? Durch die Mitte geht's, aber auch da ist kein Raum. Sehr schön. So, jetzt versuchen wir hier mal ein bisschen. Er nimmt noch einen Laufspielzug. Wahnsinn, den dritten Laufspielzug und durch die Mitte einfach hier. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Deswegen habe ich meine Coverage da geändert. Ah, schon mal harter Hitter, trotzdem 5 Yards. But there was no chance of getting the first down by catching and running against this defense. Quarterback's got to be a little braver and throw the football. Oh, McFadden hier, da ist niemand mehr da. Ah, nicht McFadden, Pryor ist es ja. McNamara kann den Tackle hier machen. Ah, ich sehe schon, wir haben hier so einen No-Huddle-Offense-Spezialisten. Der es anscheinend cool findet hier. Ach ja, das war natürlich total dumme Defense hier von mir. Da war natürlich kein Verteidiger da.
Ich habe hier mit einem Lauf gerechnet. Naja, es hat da hier schnell ausgeglichen mit ein bisschen No-Huddle-Offense-Action. Ich bin gerade am überlegen, ob ich ihm das gleiche jetzt auch um die Ohren ballern soll. Oder ob ich erstmal ruhig weiterspiele. Wir können erstmal return hier mit Cox. Ja, aber weniger schlau dann über die Seite zu gehen, hätte ich rechte Seite nehmen können. Ich denke, ich gehe das Ganze erstmal ruhig an. Ich lasse mich hier nicht aus meinem Konzept bringen. White trips tight end slot. Gucken wir eben mal. Haben wir unsere drei Spielzüge. Lauf über rechts, Lauf über links. Hier zwei Leute auf der linken Seite da an der Ecke. Ja, insgesamt alles hier etwas linkslastig. Deswegen laufe ich über rechts. Und da ist der Weg frei. Schade, Spin-Move nicht mehr geklappt, aber komplett rechte Seite frei gewesen. Und wir sind hier an der 50-Yard-Linie. Wir wechseln mal unseren Running Back eben, damit er sich ein bisschen ausruhen kann. Holen wir mal Wilson raus, Brown rein. Gleicher Laufspielzug wie gerade. Jetzt gucken wir uns an, jetzt rechte Seite total überladen. Also der schreit ja quasi danach, lauf zur linken Seite. Ah, jetzt kommt er rüber, jetzt kommt er rüber. Ah, hat er auch gesehen. Was machen wir dann? Machen wir Screen Pass auf Brown. Gucken wir uns das Ganze mal an hier. Screen geht raus, Blocks sind da, kein Mensch mehr hier am Ende des Feldes. Brown rennt durch, da kommt noch jemand zum Retten. Aber er boxt uns durch. Touchdown. Ganz einfach hier. Er total aggressive Defense. Überhaupt kein Mensch mehr da. Zwei einfache Spielzüge, einfach die Defense gelesen da. Beim ersten Mal kein Mensch auf der rechten Seite, wir laufen über rechts. Beim zweiten Mal alles auf dem Blitz, aber gleichmäßig verteilt. Das heißt, wir nehmen den Screen Pass, nur ein Mann war da, um halt das abzudecken. Und deswegen ohne Probleme hier den Touchdown. Da gucken wir mal, ob er diesmal hoffentlich nicht ganz so weit den Return hinkriegt. Ja, darf hier schon mal an der 33 starten. So, ich muss natürlich jetzt aufpassen hier, dass er mir jetzt hier nicht nochmal wegläuft. Ich überlege gerade, ob ich da Nickel Defense nehmen soll. Aber dann werde ich den einfachen Lauf nicht so gut verteidigen können, glaube ich. Ja, Play-Action-Fake schon mal hier an der Stelle. Passt durch die Mitte, aber schön verteidigt. Schade, der Linebacker da ein bisschen besser agiert. Dann wäre da durchaus mehr drin gewesen. Vielleicht sogar der Pick. Also natürlich der Pick, meine ich natürlich mit durchaus mehr. Was soll sonst noch mehr sein, außer ein Incomplete Pass? Toss, oh, wunderschön verteidigt. Tack ist schon beim Gegenspieler hier, bevor irgendwas passiert. Geil, also so ein Defensive End wünscht sich ja wohl jeder. Und jetzt, oh, durch die Mitte keiner mehr da. Verdammt, Tight End war es, glaube ich, hier. 21 Yards gleich mal geholt. Fuck. Screen auf die Seite, aber da, harter Hit. Schade, warum verletzt sich der Luke nicht? You always think you're ready to be a head coach in the NFL, and Dennis Allen was. But what you learn in that first year, you learn more as a head football coach in the NFL in your first year than a. Oh, keiner blocks da. Er bleibt auf seinem, jedenfalls bei seiner No-Huddle-Offense, aber ich darf ihn jetzt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Wir spielen hier weiter unseren Stiefel runter.
Irgendwann wird er sich hier übernehmen. Irgendwann wird er sich hier übernehmen und dann werden wir ihn haben. Irgendwann macht er einen Fehler und dann kriegt er hier den harten Hit. Ja, genau, da nehme ich den Verteidiger weg und da passt er dann hin. Zweite Reception. Ich muss ja sagen, ein bisschen nervt es mich schon. Aber, na ach, jetzt, weil die da alle pennen, ansonsten wäre hier mehr drin gewesen wieder. Da war der Pass Rush gut, aber Pryor hier wieder viel zu schnell mit dem Bootleg. Ist halt nervig, dieses No-Huddle-Offense. Das hat überhaupt nichts mit Football an der Stelle zu tun. Also No-Huddle-Offense ist ja in Ordnung. Ist ja auch eigentlich ein Mittel, was in der NFL auch angewandt wird. Aber ich meine, die Spielzüge sind dann nicht so schnell. Die brauchen nicht 5 Sekunden, um sich hier aufzustellen. Oder 7 Sekunden. Um dann wieder an der Line zu stehen. Also ich meine, das dauert real ja auch länger. Und das ist eigentlich das, was mich hier auch stört, dass man halt kaum Zeit hat, seine Defense richtig aufzustellen. In echt kann man halt keine Leute auswechseln oder ähnliches. Aber hier ist das ja, sieht nach einem Counterlauf aus. Linke Seite sieht gut aus. Gehen wir drüber. Ja, perfekt. Ja, schade, wären wir bald noch weiter durchgekommen. Da müssen wir mal wieder Wilson hier einwechseln. Wir bleiben hier bei unserer Taktik. Suchen uns die schwache Seite raus und überrennen ihn. Diesmal sieht es wieder gebalanced aus. Dann laufen wir auch mal über die rechte Seite. Ja, komplett frei hier wieder. Auf jeden Fall klappt das gut. Wir laufen ihn hier in Grund und Boden. Auch nochmal hier einfach Wide Trips, Tight End Slot, Halfback Base, Halfback Counter, Halfback Slip Screen sind die drei Spielzüge, die ich hier brauche. Ansonsten spiele ich mal noch den PA Read hier ab und zu. Aber solange er nicht gebraucht ist, spiele ich ihn noch nicht. Sind auch in den Audibles hier drin. Counter, Base, Read, Slip Screen. Und wir gucken uns die ganze Geschichte hier nochmal an. Schreit nach einem Slip Screen. Gucken wir mal. Oh, war gedeckt, verdammt. War gedeckt alles. Ein Block hat zu wenig gehabt. Jetzt spielen wir mal hier den Passspielzug. Und Myers holt uns auch direkt das First Down. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Ich dachte jetzt mal eben kurz mal 10 Yards hier wieder rausholen. Aber Myers macht den Catch hier in der Mitte der Zone und holt uns auch mal direkt das First Down hier raus. Und wir versuchen es mit einem Lauf über die rechte Seite. Ah, verdammt, da kommt der Block vom Tight End. Was der Tight End? Auf jeden Fall ein Block hat da nicht richtig gepasst. Ich denke, dann wechseln wir jetzt mal hier unsere Taktik. Where's the Giants? You look at them, it's all about Eli Manning, his leadership, and of course his success. Ach verdammt, da sitzt noch jemand und wartet, ey. Oh, verdammt, verdammte Scheiße. In der Mitte komplett offen gewesen, mein Receiver. Und dann wartet da noch jemand, um den Pick zu machen. Wie behindert.
Boah, Fumble! Nein, der falsche recovered ihn. Meine Fresse, das wäre doch mal wieder hier richtig Bombe gewesen. Ah, Dritter und Zwei hier. Even though it comes up short of the first down, it opens up many things that you can do on third. You can run a reverse, draw plays, screen plays, or if you want. Denk ich mal hier selbst durch die Mitte. Ah, verdammt, der geht drüber. Pierre Paul macht den Tackle von hinten. Ach, das ärgert mich jetzt. Jetzt kommt er mit seinem No-Huddle-Offense-Gedöns. Das ist doch schwachsinnig. They're able to move the chains after that last run. Here's the handoff to Darren McFadden. Now they take the football onto the opponent's side of the field. Ich glaube, ich spring mal hier ins Abseits. Ins Encroachment. Gib mir die 5-Yard-Strafe, First Down hat dabei eh schon, aber ich kann hier die Uhr, nicht die Uhr anhalten, aber ich kann einen neuen Spielzug auswählen. Ist die andere Methode hier, wenn man kein Timeout nehmen will. Ja, macht er den Curl hier auf die Seite. Also der Typ nervt mich auf jeden Fall mit seinen No-Huddle-Offense. Das macht alles überhaupt wenig Sinn hier. Und noch pick den doch, Mann! Oh, da kommt er angeflogen und macht den Pick nicht. Warum hält er den Ball denn nicht fest, ey? Ja, stirb, Alter! After that run, it's still third and nine to go. Takes the snap from the shotgun. Challenging the defense. Ach, und ja, schön auch mal ein Drop hier. All you have to do is watch the head of the receiver. When they drop, jetzt wird er ausspielen, ey. Ich hab fast drauf wetten. Ja, spielt er aus. Heavy Blitz oder... Ach, ich weiß es nicht. Boom! Yes! Mann! Spiel jetzt deine No-Huddle-Offense, Mann! Doppelblitz über beide Seiten. Und alles an die Line gezogen, was da war. Um den kurzen Pass zu verhindern. Und wenn er den... Ich habe seinen ersten Read weggenommen, als der weg war. Dann spielt er auch seinen Bunch hier wieder. Mal gucken diesmal, dass ich nicht wieder penne hier. Ja, da geht's auf Cruise. Sehr schön. Müssen wir jetzt scoren hier. Weil er in der zweiten Hälfte den Ball bekommt. And Myers is in the slot receiver role for this upcoming snap. Now first and 10 for about 4. Ja, langsam vorwärts hier. Gibt's zum 2-Minute Warning. Zweiter Versuch und 6. And also it opens up so many other things for your offense.
Jetzt mal ein bisschen passen, glaube ich. PA Tight End Wheel. Wahrscheinlich auf Meyers rechte Seite. Ach verdammt. Oh Gott, was war das denn? Glück gehabt. Da wäre ich einen Pick verdient gehabt. Kann mich nicht beschweren gerade. Das war ganz offensichtlich schlecht. Och, Meyers hält ihn nicht fest. Och Mann, eben holt er uns hier das schöne First Down und jetzt hält er seinen den scheiß einfachen Pass nicht fest. Oh, manchmal ist es aber auch, ey. Manchmal ist es zum Heulen. Da, 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 da. Such mal nochmal Normal Y Slot. Vielleicht bin ich diesmal nicht so bescheuert. Also natürlich punte ich jetzt hier nicht. Field Goal ist zu weit. 2 Minuten vor der Halbzeit. Mal Randall jetzt hier noch auf eine zusätzliche Slant durch die Mitte. Ja, ich bin raus hier aus diesem Spiel. Ich bin einfach raus mit... Es regt mich so auf. Es regt mich sowas von auf mit seinem Scheiß hier. Ich sag doch, dieses No-Huddle-Offense, ey, macht das einfach, das bringt euren Gegner zur Weißglut. Ich mach's nicht gerne, weil mag's auch nicht, wenn's gegen mich gemacht wird. Aber das ist einfach die Hölle für jeden, ey. Was zur Hölle war das? Screen durch die Mitte, oder was? Ja, er rennt nochmal schön ins Aus hier. Ich überlege, ob ich nochmal mit dem Heavy Blitz versuchen soll. Nehmen wir den normalen Blitz hier. Ja, sehr schön. Versucht den Quarterback-Run doch nochmal. 2. Versuch und 19. Plus noch ins Ausgelaufen. Sehr schön. Und jetzt muss ich natürlich aufpassen hier. Oh, verdammt, ey, den hätte ich fast gehabt. Ganz knapp hier. Was mache ich jetzt? Oh, das ist auch immer so schwierig. Bring ihn zu Boden, jawohl! Erstmal Timeout nehmen. Yards, ey. Überleg, ob ich den Blitz nochmal spielen soll. Hat gerade halbwegs vernünftig geklappt. Ich denke, spiele ich nochmal einfach. Let's go for it, says the coach on fourth down. Offense lines up here. Fryer still got the football after the play fake. He's going deep. Jawoll! Schön verteidigt! Meine Fresse hier, ey. Ich überlege, ob ich den aus meinem ersten Spielzug jetzt hier nochmal rumfeuern soll. Wo ich den am Anfang mitgeschlagen habe. Er scheint sich vielleicht noch daran zu erinnern. Deswegen versuche ich es erstmal mit dem Draw durch die Mitte.
Kam leider nur 3 Yards weit. Gucken, ob es jetzt besser klappt. Ach, verdammt. Ach, ich wollte doch einen Lob werfen. Ey, Mann, jetzt schlag mich auch schon wieder selber mit meiner Dummheit hier. Ich muss einen Lobpass werfen. Kein Bulletpass, ey. Verdammt, ey! Oh Mann, ich spiele so eine Scheiße zusammen. Wir hätten das Spiel schon gewinnen müssen. Unglaublich. Schon 2 Turnovers hier. Trickst du mich natürlich aus. So, was mal mit Quarters Defense hier. Sind natürlich hier noch im Spiel. Müssen einfach gleich mal wieder ein bisschen ruhiger spielen. Offensiv passen klappt gegen den Gegner nicht. Och, den hätten wir auch picken können. Verdammt, ey. Hätten wir picken können. Och, Mann. Denk, versuchen wir nochmal mit Quarters Defense. Obwohl, vielleicht wird er jetzt hier den einen Yards einfach laufen. So was mit Sugar 3 Bluff hier. Ach, schade. Ach nee. Ach, das ist doch lächerlich. Ach Junge, das ist doch lächerlich. Das war ein ganz normales Coverage Play und keiner ist da, um den da aufzunehmen oder was. Es war kein Blitz, es war nix. Danke, Madden, danke, du. Boah. Nee. Schade, schade hier, aber das ist. Nee, das ist. Oh Mann, Mann, Mann. Jetzt werden wir verarscht wieder von Madden, danke. Spielst ein ganz normales Coverage Play da und ein simpler Read Option Spielzug haut dich hier total aus der Bahn. Nur einfach mal einen Pass hier, um noch ein bisschen Meter zu machen. Aber nee, ich denke gerade dieser Spielzug hat mir das Genick gebrochen. Da braucht es jetzt schon viel, um da nochmal zurückzukommen. Natürlich fummeln wir jetzt auch nochmal den Ball, warum nicht? Nee, nee, nee. After nearly turning it over, it's second down. Play action fake, looking to throw. Und wir gehen wieder zu. Die blocken ja super. Genial, würde ich fast sagen. Da waren 2 Leute zum Blocken noch eingeteilt. Und wir werden gesackt, bevor wir überhaupt den Play action fake machen können. Na, jetzt dürfen wir hier den Kickoff machen. Es ärgert mich ein bisschen jetzt, dass wir hier so die Madden 25 Saison auf der 360 zu Ende bringen, was die Full Games angeht. Ich werde hier bald überrannt. McBride war da zum Tackle. Interessiert sich der Gegenspieler nicht. Naja, die Fehler habe ich in der Offensive gemacht.
Darren McFadden lined up in the backfield. And now here's the first snap of the second half. Challenging the defenders to the right side. Caught it. Ich wollte gerade sagen, will ich verarschen, dass der gefangen ist. Got away with one that time. It wasn't a good play in their part. It was just bad timing by the quarterback and receiver. Naja, vielleicht kriegen wir hier noch die Chance. Terrell Pryor will be under center. Ohio! 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 Wollen wir mal gucken hier. Ich habe den Quarterback gespielt beim Read Option. Warum läuft da keiner auf den Quarterback? Nice run that time. When you run the football like this, over a period of time, it's going to wear that defense out. There's no doubt about it. Nice job by the offensive line. Darren McFadden will run with it. Genau. Oh Mann, ey, das ist so lächerlich, dieses Spiel. That's what you want to do. Just get a first down, especially when you're on top. Keep the clock moving. Keep the defense guessing. Make them react instead of attack. And they go back to the ground. Der läuft einfach durch die Mitte. Wo sind denn meine Leute? Boah, Junge, geh mir doch mal nicht auf den Sack mit deinem No-Huddle-Offense-Scheiß, ey. He would have a chance to gain 2,000 yards. That's right, I said it, 2,000 yards. Ganz ehrlich, ich spiele jetzt hier irgendeine Scheiße, um das aufzuhalten. Goal-Line-Formation. And Jennings in the backfield. Single back set. First and 10. So, erster schon mal aufgehalten. Bleibt dabei. Vielleicht klappt es, vielleicht nicht. Beiß ihm doch den Arm ab, ey. Schade. Hätte ja klappen können. So, jetzt hat sich auf jeden Fall schon mal jemand verletzt. Von mir. Super. Super! Meine Fresse, ist das ein Scheiß, ey. My guess is he's gonna be okay. A little bit of a scare there, no doubt about it. That makes everybody nervous. Flex round! Flex round! Flex round! Setting up in the pistol on this play. Getting away from the pressure. Genau, Touchdown. Ich sag da nichts mehr zu. Denkt euch einfach euren Teil. Ich denke mir meinen Teil auch. Well, we're anxious to hear the full story on that injury. Let's go down to Danielle Bellini with the story. Guys, I just spoke with a Giants official. The staff wasn't saying much about the injury other than it's not severe enough to keep him out of this one. So expect to see him back on the field shortly, guys. Jawohl, jawohl. Aber ich glaube, Cox ist zu langsam hier. Obwohl, es reicht, es reicht, es reicht. Vielleicht kommen wir hier nochmal zurück. Ich denke, wir versuchen hier noch keinen Onside-Kick. Wir spielen einmal nochmal ganz normal hier. Wir sind noch nicht draußen, wir brauchen halt einmal noch den Ball hier. Ja, so nicht. Egal, wenigstens haben wir ihn aufgehalten, aber hätten wir auch fast den Onside-Kick laufen können. Weil dann hätte er auch in der Mitte hier angefangen. Was können wir denn da jetzt noch machen? Versuchen wir mal 4-3 Defense. Irgendwas muss da jetzt hier mal klappen. Wir waren ein paar Mal nah dran an dem Pick. The Raiders offense heads on to the field. First down here. Let's go! Ohio! Ohio! Go down, go down. Let's go! Ohio! Ohio! Tight ends in motion here.
Play Action Fake. Er läuft sonst ins Niemandsland und wirft den Ball weg. Wir bleiben mal bei der Aufstellung. Einmal noch den Ball. McFadden durch die Mitte, 4 Yards, okay. Ziehen wir mal die Line ein bisschen näher zusammen. Option Play Quarterback. Wieder Play-Action-Fake, ja. Pass geht auf die linke Seite, habe ich schon gesehen, bevor er den Pass spielt. Ah, warum kriegt er nicht mal einen Fumble hier? Genau, jemand von mir ver... Madden ist ein Schwachsinnsspiel, manchmal. Also das hat so wenig mit Football zu tun. Ja, da geht er auf jeden Fall schon mal zu Boden. 2. und 26. Play Action Fake. Natürlich kommt der Pass an. Nice job by the quarterback finding the open guy short. They get the completion. They still do not get the first down though. Ohio! Ohio! Lined up in the pistol formation. Out of the gun. Heaving it down the field. Incomplete. Schade, warum interceptet der den denn nicht? Er hat den schon in der Hand und dann kriegt er die Füße nicht mehr. Oh Mann, so oft so knapp dran, ey. Jetzt versucht er hier ein Field Goal. Ich traue der ganzen Sache nicht. Ich wechsle mal hier in irgendeine Formation. Ah, den Stop haben wir nicht geschafft, ey. Wir waren aber nah dran, also das hätte wieder eine Interception sein müssen, auf jeden Fall hier. Er wirft den Ball irgendwo sinnlos da wieder in die Endzone. Aber wir hatten ihn fast. Da geht noch was. Ich glaube, da geht noch was. Ewig zu spielen hier. Ja. Haben wir so einen schönen Return wie gerade. Das vereinfacht natürlich die Offense. War schade, da war viel mehr drin. Ja, genau, er schubst mich hier zurück. Und ich starte am Arsch der Welt. Giants offense ready now to see what it can do. Eli Manning will take it from the center here. Halfway through the third quarter, looking to the right side and throw. Oh, schon mal harter Hit durch die Mitte hier. Wechseln wir mal auch hier schnell durch. Doch, natürlich kommt er hier schon durch. Ey, dieses Spiel, wie kann er denn schon bei mir sein beim Handoff, ey? Ja, nicht beim Handoff, während ich nach hinten droppe. Natürlich war er kein Handoff. Ich laber einen Scheiß hier. Gucken wir mal. Pass auf die Seite, niemand da, sauber. Schade, er hätte nochmal schön drüber springen können. Ich glaube, mit dem Spielzug killen wir ihn jetzt erstmal hier. Gucken wir mal eben einen Counter raus. Auf jeden Fall scheinen wir da die Sache ganz gut zu machen. Mega aggressiv er hier. Nur auf Linebacker Blitz die ganze Zeit. Das müssen wir da mal ausnutzen können hier. Sauber, Randall.
Und weiter geht's, immer weiter, immer weiter. Here's the first snap after the big play. First and 10. The quarterback throws. Sehr schön, Victor. Jump rein. Touchdown. Komm, wir kommen zurück. Wir schaffen das noch hier. Touchdown there. And what you've done, you've closed the gap. Keep chipping away at that lead. Make the opponent keep playing. See if he gets tight. If he gets tight, you got a better chance. The point after is good. Nur noch drei hier. Josh Brown about to boot it down the field. He'll start his return. And he's taken down after a return of about 28. So, komm, ein Stop noch. Ein Stop. Bleiben wir bei 3-4 Defense. Hat halt halbwegs solide geklappt. So, Option Play Quarterback. Defense ist da. Der erste Tackle kann wieder abgeschüttelt werden. Der zweite ist aber da. Hier Option Play Quarterback. Hoffen wir mal. Quarterback Run. Ach, da hätte er auch mal fummeln können. Ey, da waren wir wieder ganz knapp. Müssen wir jetzt besser verteidigen. Da außen den Quarterback Run. Pryor ist natürlich sehr schnell. Aber wenn wir das rechtzeitig erkennen, denke ich, kommen wir da auch dran. This will probably be the last play of the quarter. The running back goes in motion. Now first and 10. Versucht's weiter mit dem Quarterback Run. Injury Timeout. Ich hoffe, er hat sich verletzt und hat sich irgendwas gebrochen. Was? Keine Ahnung, ey. So, erstmal anderer Quarterback jetzt drin. Second down following the run. Mach doch den Tackle früher. Wie kann er da noch nach innen cutten? Ach, den darf er doch nicht kriegen. Was sind das für Pässe? Mann, der rennt nach ganz links außen und wirft den auch ganz rechts rüber. Den Pass kann doch kein Mensch werfen, so. Wieder ganz knapp waren wir dran. Zerstört. Well, the play is there to be made, but the offensive player doesn't get it done. Bad job on first down. Setting up in the pistol on this play. Und wieder boom. Hurry up, 2-minute offense. So muss das weitergehen. Let's see what they do on this third down situation. Aber jetzt vielleicht mal einen holen hier. Ja, den Screen hatte ich schon gesehen. Ah, jetzt habe ich ihn hier. Sehr schön. Ich dachte, jetzt werde ich hier wieder ausgeblockt. Ich glaube, er wird den ausspielen hier. Ah, noch haben wir hier den Turnover auf jeden Fall nicht. Gehe davon aus, er wird ihn ausspielen, macht er auch. So, Quarterback Run wird verteidigt. In the slot, from the gun.
Habe ich! Yes! Verdammt! Bam! Boah, Alter, das ist genug Ton pur, ey. Noch nichts gewonnen hier, aber wir sind wieder im Spiel. Eli Manning will take it from the center here. David Wilson gets the handoff. Wir sind wieder im Spiel und jetzt erstmal ruhig bleiben hier. Ganz ruhig chillen. Konzentriert den Ball übers Feld bewegen. Defense lesen. Defense möchte, dass wir den Counter hier spielen. Sehr schön. Ich gucke jetzt auch gar nicht auf die Zeit. Ich spiele jetzt hier erstmal einfach mein Ding runter. Zeit interessiert mir jetzt nicht. Ich mache eh wieder irgendeinen Fehler. Play clock's running down. Eli Manning takes it from the gun. That's Manning and Cruz combining. Ja, wir gehen durch. Wir gehen durch und machen den Touchdown. Yes! So, immer noch nichts gewonnen, immer noch nichts gewonnen. Er hat noch 2 Minuten 47 Zeit. Aber Comeback haben wir hier geschafft. Jetzt mal ein Fumble oder sowas. Sein Quarterback verloren durch den No-Huddle-Offense. Das heißt, er ist auf jeden Fall nicht mehr so schnell bei den Read-Options. Wir bleiben hier in unserer Defense drin, die uns in dieses Spiel zurückgebracht hat. Wir verteidigen den Quarterback ran. Halt den auf, ey. Mein Gott, der überrennt auch alles hier. Da muss ich aufpassen, da muss ich die Seite besser decken. Oh, gucken wir mal. Läuft uns natürlich auch ein bisschen die Zeit davon. Ey, der blockt hier. Er kann sich doch nicht so durchschubsen. Das ist doch schwachsinnig. Muss man mit einem Cover 2 hier. Vielleicht macht er ja den Pass hier. Ja, er läuft natürlich durch die Mitte weiter. Jetzt gucken mal, was wir jetzt hier machen. Sollen wir jetzt hier aggressiver? Ich denke, wir müssen jetzt aggressiver agieren hier, um diese Runs zu stoppen. Defense ist jetzt auch ein bisschen ausgepowert. Aber ich denke, er wird auf jeden Fall jetzt hier versuchen, weiter den Ball zu laufen. Vielleicht überrascht er uns auch und macht jetzt einen Pass. Nee, er bleibt beim Run. Fumble, yes! Yes! Ja! Bam!
Heiliges Kanonenrohr. Kann meine Spiele um die Weltmeisterschaft. Alter, Verwalter, ey. Alter, Verwalter. Was ist denn da los? Ist natürlich immer noch nichts geworden, aber es sieht mehr als gut aus. Ja, nehmen wir jetzt erstmal ein Timeout hier. Erstmal ruhig. Wir brauchen keine Punkte mehr. Wir führen mit 4 schlicht und einfach das Feld runter. Sammeln. Halfback Base. He's setting up here. He's been sacked 4 times already. What a beating it has been for the quarterback. First down and 10. Wilson's handed the football. Das war natürlich schon mal schlecht. Kein Yards-Raumverlust, aber wir haben ihn einen Timeout geklaut. Er hat den richtigen Laufspielzug geahnt. Okay. Alles noch da. Alles noch drin. Moved away from the tight end position to now a receiver in the slot. Gucken wir mal jetzt mit einem Pass auf Tight End, Pasco oder Cruz außen. Ich heul gleich. Fang doch den Ball, Junge. Fang doch einfach nur diesen Ball. Anytime you see a drop pass, it's almost always the one reason they took their eyes off the football before it got there. Nicht mehr und nicht weniger. Einfach nur den Ball fangen. Heilige Marie. Third down here. Offense trying to pick up the first. Trying to work that left side. Und er hält ihn wieder nicht fest. Was ist das für ein Spiel? Kann ich nicht punten jetzt. Ich brauche dieses First Down. Ich punte doch den Scheißball hier nicht. Open Play Call. Ansonsten steht er zwar vor unserer Endzone, ist mir jetzt aber egal. Ich brauche dieses First Down hier. Back on the field here for this 4th and 10 play. Natürlich, ich verstell auch noch das Spiel. So, jetzt nochmal Timeout nehmen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. So, nochmal White Trips. Hat schon mal gut geklappt eben. Pit White Trail. Einfacher Spielzug. 4th down and 10 and they're gonna go for it. Zu Cruz nehmen wir die Out Route. Nix schicken wir auf Miss Land durch die Mitte. Wilson schicken wir zur linken Seite, um die Zone zu clearen. Also linke Seite, rechte Seite, Cruz ist mein erster Read, der hoffentlich den Ball festhält. Und ansonsten schicken wir noch Randall geradeaus durchs Feld und alles wird gut. Myers! Yes! Meine Fresse, was ein Spiel. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt mit der Zeit aussieht. Ob ich schon abknien kann. Aber ich nehme vorsichtshalber hier erstmal einen Halfback-Dive durch die Mitte. Er hat noch einen Timeout. Muss ich mir gleich mal ausrechnen, wie das aussieht jetzt von der Zeit her. So, er staubt nochmal die Zeit. Er stoppt noch einmal die Zeit.
Nochmal die Zeit kann er nicht stoppen. Ich kann jetzt, glaube ich, kann ich zu Ende laufen? Ich glaube schon. Ich nehme weiter Laufspielzüge, um die eine Sekunde da noch extra zu haben. Nochmal Halfback Base hier vielleicht, um aus der Shotgun zu laufen. Ich glaube, er kann jetzt nicht mehr die Zeit stoppen. Ich kann ihn beim zweiten und dritten laufen lassen. 40 Sekunden jeweils bleiben, 2 Sekunden Rest. Das heißt, ich muss hier 2 Sekunden rausholen. Das mache ich jetzt hoffentlich bei diesem Lauf aus der Shotgun hier. Ja, waren ungefähr 2 Sekunden. Und jetzt müsste ich dieses Spiel hier gewonnen haben. Unglaublich, unglaublich, aber war unglaublich. Nicht aufgegeben. Warten wir noch ab. Aber ich glaube, ich habe dieses Spiel hier gewonnen. Der Gegner geht auch schon raus. Wahnsinn. Ja, tut mir leid, wenn ich zwischendurch ein bisschen rumgeschrien hat. Hier der Gegner quittet. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen rumgeschrien hat, aber es hat mich so sehr frustriert hier, weil ich das Gefühl hatte, wir wären besser. Der Gegner mit seiner No-Huddle-Offense am Anfang hat uns komplett rausgebracht. Wir konnten unsere Defense nicht richtig aufsetzen. Haben wir dann noch eine Formation gefunden, 3-4 Normal, die den Gegner dann gestoppt hat. Und dann sind wir auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit zurückgekommen, hatten uns während der Halbzeit noch ein bisschen Pech, dass der Gegner halt den Ball bekommen hat und auch als letztes gescored hat vor der Halbzeit. Deswegen dann eine 14 Punkte Rückstand zwischendurch. Dann sind wir zurückgekommen, konnten den Gegner beim Field Goal halten. Und dann der Fumble, der war natürlich Killer. Und deswegen konnten wir hier unser letztes Spiel, Full Game in Madden 25 auf der Xbox 360 gewinnen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich bin fix und alle. Bis zum nächsten Mal. Euer Paddy. Ah, noch eine kleine Sache habe ich. Ich habe jetzt ab und zu einen Livestream auf Twitch TV. Link steht unten in der Beschreibung. Ich poste auf Facebook, wann der Stream online ist. Vielleicht einfach Facebook und oder Twitter adden und dann seht ihr das auch. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Paddy für Paddystar TV. Ciao.